weil es die drei wird niemals im ganzen Leben auch nur irgendeinen Zentimeter schlechtes Gewissen Gedanken ihr gegenüber haben. Wenn ich mit normalen Freunden wäre oder so Leute, denen ich nicht vertraue, wo ich ganz genau weiß, die schauen drauf. Weil ich weiß ganz genau. Ich glaube auch, ohne Unterhose laufen sie rum. In München laufen sie rum, ganz normal. Am Strand hat heute keine Unterhose, man hat meinen Schwanz die ganze Zeit gesehen. Das ist für mich, das ist keine Ahnung. Aber so, Bruder läuft doch auch so rum. Bei den drei würde ich echt nichts sagen. Aber so Leute, die geiern, da weiß ich ganz genau, dass die zwei die Ersten werden, die hier gehen. Ja, aber ihr geiert, schau mal, du musst es jetzt mal genau von der anderen Seite betrachten. Ihr seid auch am Strand, andere fremde Leute, andere fremde Leute können das machen, aber nicht so Freunde, in Anführungszeichen, mit denen ich befreundet bin, die dann anfangen, so über meine Freundin zu reden. Da fetzt sie selber. Auch wenn ich passiert habe. Ich hau grad Kaugummi, ich hab richtig Durchfall bekommen. Wir reden gerade echt interessant. Ich habe eh genau da gefilmt. Ich habe eh genau da gefilmt, wo du den Namen gar nicht mehr erwähnt hast. Und genau da, wo du die besten Weisheiten. Über den Namen reden, weiß ich nicht mehr, was es für. Und das sind die besten Weisheiten, die du gerade gesagt hast. Deswegen war perfekt. Aber es gibt auch Leute, die finden es unlogisch, dass du mit vier Jungs feiern gehst. Mit vier Jungs in Urlaub fährst. Man muss nicht immer alles logisch finden. Man muss auch nicht jedem alles recht machen. So. Das ist meine Meinung, ob man das hat. Es kommt doch darauf an, dass ich im Urlaub mache. Kannst du uns dann bitte jetzt schon ausmachen? Natürlich. Es kommt darauf an, was du machst, ist klar. Jeder hat, was das angeht, eine andere Sichtweise. So, für dich ist es nicht schlimm, für uns nicht schlimm, dass du mit vier Jungs feiern bist. Wenn es jetzt andere Leute hören, die werden nicht alle in deine Schublade stecken. Ja, so ganz einfach. Ihre Absicht war nicht, irgendwelchen Leuten einen Ständer zu gönnen, sondern sie hat einfach, sie mag diese Flecken. Ich mag die Flecken auch nicht, weil ich kurz davor mit einer Italiener-Unterhose da anzutanzen. Aber meiner Meinung nach macht diese Aussage keinen Sinn. Ich mag die Flecken nicht. Wann kommt denn das, dass man deine Titten sieht? Ja, sorry, Mann. Nur du, mit halt nur. Ja, ich frag doch nur. Deine Aussage. Frag doch nur. Es gibt so viele Methoden, wie sie hinten einfach aufmachen, dann rücken mit Braun fertig von vorne. Deine Titten sieht man doch eh nie. Nur dein Brust bleibt weiß. Wenn ich sie bumse, schaut sie mal. Check das auch nicht, weil das heißt, sie liegt oberkörperfrei rum, holt Männer schon auf ihre Titten, damit du am Ende ihren Brust angucken kannst. Hat jeder eine Meinung und fertig, oder? Bro, mit dir brauche ich eh nicht über Freude und so zu reden. Du bist eh, was es angeht, unmenschlich gesteigert, Alter. Du bist sowieso, was Freundin angeht, ganz anders. Alter. Ich bin da halt einfach lockerer, ganz einfach. Aber was ich nicht ganz logisch finde, ist, ich finde diese Flecken voll geil. Ich hasse es. Ich finde die so geil. Ich finde, es gibt nichts Geileres, Mann. Schreibt es in die Kommentare bitte unten. Findet ihr. Hier könnt ihr bei der Umfrage draufklicken. Die Umfrage findet ihr hier, klickt dann da drauf. Dann und danach stimmt bitte ab, was findet ihr geiler? Bikini-Streifen, ja oder nein? Und dann schreibt in die Kommentare bitte ein I für Easy, wenn ihr Titten geil findet. Und ein S für Suhaib, wenn ihr auf Schwänze steht. Nein, aber meiner Meinung nach, wenn meine zukünftige Freundin sich dazu entscheidet, es so zu machen und ihr seid dabei, habe ich nichts dagegen. Wenn andere Leute da sind, dann sage ich halt, nein, machst du nicht. Yeah. No, you can't. Wenn aber dann dein Kommentar von einem deiner Freunde kommt, deine Freundin hat schon geile Titten, was würdest du dann sagen? Ich weiß, Bro. Es kommt drauf an, wer es sagt. Ja, es kommt drauf an, wer es sagt. Wenn es Swift sagen würde, dann wäre es halt schon ein Kompliment. Aber wenn es irgendjemand sagen würde, ich schwöre, ich würde vor seine Tür fahren. Entweder du fickst deine Mutter, aber in der Regel sagen die das nicht. Wenn die nicht gut mit dir sind, dann sagen die es nicht. Sei mal ehrlich, Bro. Ja, es muss schon Hurensohn sein. Ja, wenn ein Hurensohn ist, dann sagt er das. Aber dann bekommt er auch seine Quittung. Per Dings, per E-Mail. Per PayPal. Denke ich auch zu aus, aber. Ja, man, scheiße. Wenn wir im Kreis sitzen und essen, ich schwöre, ich bin dabei. Ich wollte gerade heftige Bauchschmerzen, Familie, Mann. Ich muss so. Ich könnte schon wieder scheißen, Alter. Das gibt's doch nicht. 10 Produkte, 2 Euro. Meinst du, hier gibt's Hot Brownie bei Burger King? Keine Ahnung. Brownie kann ich dir auch was Hottes geben. Aber ich will es
Leute, ich hab echt, Hot Brownie. Ich hab echt Bock auf Salat, Alter. Soll ich mir so einen Salat holen, Bro? Das schaut schon fresh aus, Mann. Schaut richtig kudehanisch aus. Öl und Essig. Beides eklig. Beides eklig, Diggi. Kannst du da. Sin complemento. Ey, was ist denn das, unser Dings, Bro? Okay. Was ist jetzt, was wollen wir denn machen jetzt? 10 Produkte für 2 Euro. 1 Euro. Ja. Also, was wollen wir jetzt machen? Was kostet ein Big Chicken Supreme Lamb? 1 Euro. Warum schreit ihr so? 1,90. Ja, Mann, warum hab ich dir so geschrien? Ey, was machen wir jetzt? Wir holen zum Mitnehmen und essen dann zu Hause raus. Am besten zu Hause, ja. Okay, sera, sera. Ich glaube, die ist schon geschlossen hier. Ich wollte gerade sagen, du musst mit Karte zahlen, dann kannst du die nochmal ficken. Ja, du musst mit Karte. Ich zahle gar nicht. Ich hab dir Geld, du musst mach dein selber. Ich gebe 5 Euro, mach das so wichtig. Ich mach mich, ich mach dein selber. Siehst du, Bro, wie die kleinen Dinge sind. Schwör, schwör. Was schwörst du? Schwör. Seht ihr das, meine Schreits? Wo gab's denn jetzt diese Hühnerpizza, Alter? Schreibt mal in die Kommentare, wie oft in dem kompletten Vlog von Swape ihr gehört habt, dass er scheißen muss. Rounding up to 20 cents. Die richtige Antwort bekommt von Mujahid. Bizeps-Training. Ja, außerdem gibt es auf seiner Instagram-Seite @mujeo_. Da verlost er ab Montag 5 iPhone 7. Ey, wo krieg ich so? Schreibt ihm. Oder Mujahid? Du verlost auf deinem Instagram 5 iPhone 7, oder? Ja. Sag mal was. Sag mal was zu dem Gewinnspiel. Abonnieren und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Ja, und mich auf Insta. Wie kann man. Man muss beim neuesten Post kommentieren. Drei Freunde markieren, Hashtag, ja, ich will. Ja. Und an alles gut. Und dann. Bis jetzt bleibt. Innerhalb von 2 Wochen meldet sich Mujahid bei euch, wer die iPhone 7 gewonnen hat. Und den Story machen. Und den Story müsst ihr jetzt auch reintun. Was geht ab? Was isst du da? Zeig mal einmal, was du alles gekauft hast. Du weißt, das ist eine räudige Aktion, die ich sagte zu ihr, gell? So, sie hat sich sowas vergessen. Bro, sie packt einfach mein Essen, meine Pommes, passt so mit ihrer schmutzigen Hand an und findet mir die Soße unter dem Arm. Ja, aber ich weiß warum, weil sie genau wusste, dass sie es reingetan hat. Das ist bei mir auch so. Wenn ich zu 100% sicher bin, dann zeige ich immer den Leuten, dass ich es reingetan habe. Ich glaube, das ist die von gestern, wo du verarscht hast, ich meine Mädels. Ja, Mann. Ja, deswegen gleich. Nicht wegen diese kleinen Ruhen, bitte nicht picken. Scheiße, Mann, das musst du wegmachen. Ich schwöre, ne, das lass ich, das mache ich Thumbnail, Mann. Das mache ich als Thumbnail. Ich muss halt den da machen, dann. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Bizeps. Okay, das war ein bisschen aggressiv gerade, aber. Wir könnten zu diesem Teil gehen. Wir könnten zu dieser Tankstelle von gestern gehen. Ey, der Supermarkt schaut aber größer aus als der bei uns, oder? Ja, wir können da Sachen holen, ja, aber wir können da kein Kippen finden. Ich schreibe ihn, du schaust so fresh aus. Also Mujahid. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Mujahid findet. So, ey, como estás? Muy bien, chica chica. Hier Supermarkt oder so? Bei uns. Geh mit dort Supermarkt. Genau, bei uns, ja, genau. Ja, genau bei uns. Wobei, ich schwöre, ich würde lieber hier gehen, der bei uns sah Sip aus. Ja, okay. Alter, McDonald's hat Nummer 69. Alter, McDonald's hat offen. Lass mal McDonald's gehen. Wir gehen hier gerade mitten über die Straße. Alter, Auto. Alter, I'm just. Sandy, I'm just thing. Boah, das war gerade fast Unfall. Ich hab's live auf Kamera. Komm, mit Schläger. Sandy, I'm just thing, die spielt ein Brötchen. Er redet nicht.
deine Pommes ist bewegt. Hallo. Ah, jetzt bin ich gelb. Schnell, aber langsam, aber schnell. Oh, Jogging. Ja, warte, willst du jetzt eins oder nicht? Gib dir Pop-Patatiste, gib mir Mittelfinger, Alter. Ich denke, du hast Dart, Mann. Ich schwör, auf einmal werden die respektlos. Ja, bei welchem Supermarkt kommen wir durch? Das ist brutal, ne? Wir nehmen die einfach ab. Nein, danke. Wollt ihr? Schreibt in die Kommentare, ob ihr jetzt einen genommen hättet. Von mir bestimmt. Oh. Oder? Oh. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr von Jasmin einen genommen hättet. Einen Daumen nach unten, wenn ihr alle mal Nein, Mann, hör mal auf, jetzt geben alle. Wir müssen doch mal unseren Fans erstmal erzählen, wie wir die Jasmin überhaupt geklärt haben. Und zwar? Wir waren am Strand. Sie lag ganz alleine dort. Der Rücken offen. Sie ist nicht so eine, sie zeigt ihre Titten nicht. Da hat ein Guide sie abgeschossen. Ist in Ohnmacht gefallen. Und bei euch zu Hause aufgewacht. Bei uns zu Hause aufgewacht. Seitdem wohnt sie bei uns. Ja, weil sie 48 Stunden hat sie gewohnt. Kann auf einmal Deutsch. Sie kommt aus Libanon, Italien, aber kann Deutsch. Ja. Sie hat 48 Stunden die Wohnung nicht verlassen. Jetzt haben wir sie an der Backe. Jetzt kriegen wir sie nicht mehr weg. Ja, Mann. Weil in Spanien müsst ihr wissen, da gibt es ein Gesetz, wenn ihr innerhalb von 48 Stunden, wenn jemand bei euch einbricht und ihr es nicht bei der Polizei meldet, dann könnt ihr nichts mehr dagegen tun. Dann, bis die rausgehen, dürfen die drin bleiben. Also, seid gewarnt, meine lieben Freunde. Schreibt. Da gibt es so leichte Methoden, Alter. Ich würde einfach so Kacke in die Wohnung tun, damit ihr. Ich würde einfach mit AK einlaufen. AK außer Kontrolle. Ja, Mann, alles außer Kontrolle, Roja. Hat der auf Boden geworfen, oder was? Ich habe reingeworfen und ist wieder rausgekommen. Ich dachte, er war das schon. Ich hätte ihm jetzt ein Brett gegeben. Ja, ah, jetzt, Alter, die sind alle Rambo. Der Rambo ist tot, Mann. Ich weiß gar nicht, 20 Chicken Bites, 1,50. Ja, ich weiß schon. Junge, nur weil du zu lappenhaft bist, um hinter einem Baum zu verstecken, Mann. Ja, mach ich doch. Halt's Maul. Gehen tun wir nicht einfach, aber... Verstecken geht schon. Wer ist Tiger Woods? Und jetzt komm her, Mann. Tiger Woods war der Baseballspieler. Ja, ja. Ey, mein Essen wird kalt, Alter. Warum auf die Eier, Alter? Tu mal. Ey, Junge, Alter. Zweimal. Oh, aber drei. Silver Haze? Super Silver Haze. Was ist das? Junge, du siehst wie ein aus. Und schmeckt es. Also, wie braun bist du eigentlich? Habibi. Gute Haare. Junge, du bist so weiß geworden, Alter. Ich schwör, du bist braun.